So. Also. Hallo allerseits hier. Ja. Es gab Fehler, sag ich so. Kleine technischen Probleme. Also. Ja. Bitte nicht wundern. Und ja, jetzt wollen wir uns hier aber erstmal aufs Quali hier konzentrieren. Oh, Felipe. Also, zwei haben bis jetzt ihre Zeit, eine Zeit gesetzt, so. Einmal Luca mit einer 1,44, 1,51. Und auf zwei Jeremy mit einer 1,45, 3,66. So. Philipp fährt in die Box. Wer macht hier denn noch eine Runde? Schauen wir uns mal die ganze Lackierung an hier. Ja, also, der Grand Prix von Großbritannien voran hat ja schon stattgefunden. Das konnten wir nicht kommen. Dafür gab es halt keine Montage, weil ja, wie gesagt, es technische Probleme gab und ja, auch von den Kommentatoren her. Eigentlich fahren zwei, jetzt könnte ich alleine, weil der andere, weil ja, wollen wir rausgekommen ist. So, ja. Aber ja, wir müssen schauen. Gut, also. Get. Wie heißt der? Get Wrecked. Oder wie der auch heißt. Oh. Wieder auf einer Hot Lap. Wenn ich irgendein hier falsch ausspreche, sorry, aber ja. So. Auf geht's in Urushrein hier. Luma wurde schon disqualifiziert, weil er angeblich ja die falsche Richtung gefahren hat. Mal sehen. Also auf jeden Fall, was sagt der erste Sektor? War eigentlich sehr clean, außer dieser eine Quersteher. So, der zweite Sektor, eine 1,17,0. Ja, Digga, was ist das für ein Name, Digga? Ich nenne einfach C6, Digga. Eine 1,16,9. So. Und oh! Da hat er aber einen ganz großen Fehler gemacht und das ist P3. Erstmal. Und was macht C6? C6 P3 jetzt. CDA, sorry, Digga. Quinch. So. Albus. Jetzt auf Nordlab. 30,0. C6 finde ich. Ach so. Soll ich hier? Wie soll ich dich nennen? Hier. Oder einfach Benedikt nennen. Ist halt so ein Scheiß von EA. Also. Ja, soll ich dich Benedikt nennen oder C6? Ja, sag einfach Benedikt. Okay, gut. Dann habe ich es kapiert. So, Albus 1,16,6. Mit dem Wein, mit der Weihnachtslackierung von McLaren.
Pferd hier in die Kurven von Spa von Belgien. Jetzt die letzten beiden Kurven und dann einfach noch raus beschleunigen und dann. Und es ist eine 1:45.040 Startzeit, damit auf P4, aber der erste, also Luca, also der hat schon eine starke Runde rausgehauen. 1:44.1. Ja. Schafft nicht jeder. Das ist schon eine sehr starke Zeit. So, jetzt Philippe. Ne? Ja, Philippe. Letzte Kurve. Starke Zeit, das ist die Bestzeit. 1:43.981, stark. Aber das wird wahrscheinlich seine letzte Runde sein, oder er macht vielleicht jetzt mal eine Runde, aber mal sehen, wie das eher ist, was Benzin ist. Hier aber, oder? Aber sieht nicht so aus wie eine Lap. Also was wahrscheinlich seine letzte, oder er macht noch eine Cooldown Lap. Und oh, da macht einer den Leclerc. Da macht Albus den Leclerc von diesem Jahr, von der echten Formel 1 hier. Albus. So. Und schau mal den Führenden das dazu hier. Also Philippe, starke Zeit. Mal sehen. Was Luca macht, also kommt um die Pole, wer holt sich die Pole? Vielleicht kommt da ja noch einer von hinten. Also ja, also ich kann die hier alle nicht. Das ist ja so gar nicht auf PS bin hier PlayStation Split 1 oder also, kann ich nicht so wissen. Falsch, hier PlayStation Split 1. Ja. So, da kommt gleich Luca. Schauen wir ihm jetzt mal zu. Rausbeschleunigen und dann geht es los. Für Luca. Ja, das wird seine letzte Runde sein. Die allerletzte Chance auf die Pole. Es geht eigentlich heute auch nur ums Weiterkommen. Also, ja. Deshalb, ja, ab morgen dann Halbfinale für die PlayStation Splits. Auch für mich morgen. Und dann übermorgen, weiß nicht, wer kommentiert, vielleicht ich ja wieder. Ja, Halbfinale 2 mit, ja, mit dem PC Splits und Xbox, glaube ich, oder? Ja. So, Luca. Erster Sektor, 43.000stel verfehlt. Oder eher gesagt, verschlechtert. Diese Runde. Also, sieht im ersten Sektor noch nicht so nach Pole aus. Jetzt kommt der zweite. So, jetzt hier. Hier nicht am Curb kommen, weil da kann man sich sehr schnell drehen. Sehr schnell. Oh, das ist ein sehr starker Sektor. Sehr starker zweiter Sektor. 1:15.8. Das sieht diesmal aber nach Pole aus. Da riecht Luca die Pole, eher gesagt. Lila. Hat man gesehen auf der Streckenkarte. Jetzt die letzten beiden Kurven. 1:2. Wird es die Pole für Luca oder für Philippe? Luca oder Philippe? Es wird Luca. Bis hierhin. Kommt noch einer von hinten vielleicht? Nee, es sieht nicht so aus. Benedikt dreht sich, hat einen guten ersten Sektor, aber ja, ist winzig. So, jetzt kommt Get Red, Digga. Ja. Was kommt von ihm noch? Und von Mine Null, ja, Digga. Gerade ein bisschen verarscht, aber ja. So. 1:16, was war das? 9?
glaube, ja. Ich verbessern, aber kann es P5 werden? Kann es vielleicht P5 werden? Also ist jetzt nicht so stark bis jetzt. P5! Und noch P5. So, Benedikt, bei dem wird's nichts mehr. Was macht der hier noch? Gar nichts. Das war's mit diesem Qualifying. Also Luca holt sich die Pole hier in Belgien. Ja. Und ja, dann gehen wir hier ins Rennen gleich. Ja, hier können wir nochmal gucken. Also Luca Kaleo, der. Das ist irgendwie so ein klassischer spanischer Name. Ich nenne jetzt einmal Luca. Luca holt sich die Pole mit der 1:43.931. Dann auf 2. Philippe mit 50.000stel. Ja. An Luca. Also war sehr knapp, oh. Und dann machen sie alle schon bereit. Oder ja. So. Machen sie alle schon bereit. Gibt es hier keine 5-Minuten Pause? Egal. Also, dann gehen wir jetzt in die Einführungsrunde. Wir können ja schon mal auf die Reifen gucken. Ja, so, also Luca startet auf Softs, Philippa auf Mediums, okay, Albus 3, 4 Jeremy, 5 Get Wrecked, mit Mediums auch, wie Philippa und Benedikt mit Mediums, also Philippa, Get Wrecked und, hier, Benedikt auf Mediums, der einzigen. 3 auf Mediums, auf 7 dann. Mein 0, ja. Auf jeden Fall er auf Softs. Und auf 8 DSQ und Quali Luma mit den Softs. Also, dann können wir hier gleich loslegen. Also, Belgien. Die längste Strecke des Rennkalenders dieser F1-Saison. Oder, ja, in der Formel 1 dieses Jahr. Ja. So, ich hoffe, hier kriegen wir ein bisschen Racing. Ja, würde ich nicht nein sagen. Also, hier werden ganze 7 Kilometer gefahren, also ist nicht ohne. Für die Formel 1, also für eine Formel 1 schon sehr, sehr lang. Das ist eine lange Strecke und jetzt, ja, fahren die Fahrer auf ihre Startplätze zu. Hier sehen wir noch mal die ganzen schönen Lackierungen hier für dieses Winterfestival. Was die LS für uns hier gemacht hat. Und ja, jetzt sehen wir jetzt noch mal 11 Runden Racing hier jetzt. Habe ich hier eine schlechte Kameraperspektive und das Manuel oder wie der heißt, eine Durchfahrtsstrafe und Albus mit einem super Start dahinter
Und oh, da war get wrecked und oh, Albus off track. Aber ja, Luca kann sich per 1 verteidigen. Bis jetzt in diesem Start. Schlechter Start von Felipe. Guter von Albus, nur der die erste Kurve verkackt. Ich hatte eine schlechte hier Kamera Perspektive, deshalb ja, war es ein bisschen kacke, hat aber egal. So, Benedikt geht vorbei, fährt vorbei, kommt vielleicht jetzt das Switchback, ne? Felipe gegen Albus. Felipe gegen Albus. Wow. Und da ist er vorbei. Vorbei. Oh. Bisschen geleckt. Oh, jetzt gehen sie da zweit in die Kurve rein. Das ist sehr, sehr, sehr mutig. Also, paar wissen, was noch in der Formel 3 dieses Jahr passiert ist zwischen Sehme, Louis und Oliver Goethe, was ist, ja? So, also. Das war hier die erste Runde. Wir können ja noch mal auf die Positionsänderung blicken. Luca gegen Get Wrecked. Get Wrecked. Get Wrecked, ja. Konnte er ja einen kleinen Angriff machen, aber verliert jetzt wieder Zeit, weil er einen schlechten Kurvenexit hat. Also, wie gesagt, Get Wrecked mit 3 Positionen. Starker Start auf jeden Fall. Schlecht. Da war schon hier wieder P3 auf jeden Fall geholt hat. Albus hat einen guten Start, aber hat die erste Kurve dann verkackt und LRS hat eine gemacht, ja. So. Also. Oh! Felipe spinnt sich! Felipe spinnt sich. Ja, das ist blöd. Ja, heute fast die Pole geholt von uns. Ja, yes. Dreht er sich rund. Get Wrecked dreht Luca. Get Wrecked dreht Luca. Was machen die hier denn? Auf 1. Was war das denn? War gerade Salat. Hier in Belgien gerade, weil sich einer hier verbremst, Get Wrecked, und der muss jetzt in die Box, weil er Flügel hat. Uiuiui. So, jetzt, yes. Ja, nach diesem Chaos gerade hat es wieder ein bisschen beruhigt. Gab es ein kleines Flügelsalat, sagen wir so. Get Wrecked ist raus. Der hat die Session verlassen. Mhm. Oh, macht den Dive Bomb. Oh, Benedikt mit einem schlechten Kurvenausgang. Ja, muss die Position hergeben. Erstmal. Jetzt, ja. In dieser Kurve hatte Benedikt einen viel besseren Kurvenausgang gehabt. Und ja, ist jetzt P3 und auch Luma hat jetzt Luca gekriegt und ja, also ich sag mir so, von
wenn sich zwei streiten, das war Luca und Philippe sei schon. Und gedrackt. Weil sie der dritte und das ist Jeremy, der führt jetzt das Rennen hier an. Ah. Und jetzt Luma gegen Benedikt. Luma gegen Benedikt. Jetzt mit DRS rein in die erste Kurve und dann ist Luma vorbei. Erstmal. Und jetzt hat aber Benedikt DRS und nach ERS die so, Digga. Hilft es, weil es eine lange gerade ist. Wo man gut überholen kann, so. Und da. Da geht's dann den Konter. P3 Benedikt, P4 Luma. Auch Luca ist rausgeflogen. So. Albus fährt als erste hier in die Box. Naja, nicht als erstes, aber auf Mediums auf jeden Fall. Für die Mediums. Und der auch vorne für ihr Schaden. Deshalb, ui. Deshalb eher gesagt. So, LS Luma. Ja, kommt wieder ein bisschen näher ran, aber zu weit auf jeden Fall. Ja, jetzt entspannt sich die Lage ein bisschen, aber Felipe ist schon am Heck von Luma, am Heck dran an Lumas. Gibt es hier vielleicht noch mal einen schönen Dreierfight? Oder einer fährt jetzt in die Box, macht einen Undercut oder so. Oh, jetzt kommt die Dive-Bomb. Jetzt kommt die Dive und fährt einer in die Box. Yo, Luma fährt in die Box. Luma und Jeremy fahren jetzt hier in die Box. Du dann für den Pflichtboxenstopp, ja. Und als kleines Undercut hier für Undercut hier für Benedikt und Philippe und Philippe ist vorbei und Benedikt. Und oh, Benedikt. Ein kleinen Fehler. Boah, struggelt gerade sehr. Gebe Flagge, Albus! Albus haut sein Auto in Eruge weg.
und hat die Session verlassen und hat aufgegeben. Ui. Albus raus. Albus ist raus aus diesem Rennen. Mal sehen, wie gut er platziert. Wie er gefahren ist in Großbritannien. Warte mal. Großbritannien. Oh. Ja, ich glaube, das sieht nicht so gut aus, du. Albus war der Letzte. Ich glaube, fürs Weiterkommen ist es ein bisschen zu wenig. Aber egal. So, auf jeden Fall fahren jetzt Philipp und bin ich die Freunde. Die bleiben erstmal draußen, diesen Mediums, auf denen sie gestartet sind. Aber wir müssen auch aufpassen, weil hier Jeremy und Luma schneller werden. Auf jeden Fall Jeremy, okay. Für den ist jetzt eigentlich leicht, diesen Sieg zu holen, ja. Aber hier im Kampf vom Podium mit Luma, ja. So, also Philipp in der Box fährt jetzt auf Softs. Und Jeremy fährt vorbei. Was mit Luma? Luma gegen Philippe. Luma gegen Philippe. Philippe, aber Philippe hat jetzt eher kältere Reifen. Und Luma die Temperatur. Und Luma hat jetzt DRS. Aber, naja, wenn Philippe jetzt ist das auch, dann sieht es eher gut aus, eher besser aus so für Philippe. So, auch Benedikt fährt jetzt in die Box. Und da zieht Philippe und Luma vorbei.
Ja, das war's hier mit dem Podium. Und dadurch ist Luma auf dem Podium. Wow. Also, erstmal natürlich. Aber, oh, Luma 3 Sekunden. Luma. Philippe 3 Sekunden. Könnte ja sogar noch für den dritten, für den zweiten reichen für Luma. Nicht schmackhaft für ihn. Glaube so 3 Sekunden für Philippe. Oh, da war ja nichts dagegen, aber jetzt ja kriegt auch Luma 3 Sekunden. Ui. Ah, perfekt. Da sah es einmal gut aus für Luma und ja. Egal. P3 im Podium ist trotzdem gut. Vom letzten Platz vom P8. P3. Nicht schlecht. Die vorletzte Runde. Philippe holt die Bestzeit. Vielleicht gibt es ja noch einen Fight um P1, aber Philippe hat jetzt halt 3 Sekunden, deshalb. Ja, mal sehen. Kann sein, dass es noch runtergeht, aber kann sein halt. Oh, Benedikt Spencer hier und da kommt Luca. Luca gegen Benedikt und Luca, ja, zieht vorbei. Und oh, Luca hat aber sehr viel Zeit gut gemacht in einer Runde. Also ist jetzt schon der Essen. Und oh. Benedikt gegen Luca. Fahren die wirklich zu zweit in der Kurve rein? Oh, 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 oh. Oh. Jetzt der S. Oh, Philipp hat kein DRS bekommen. Fühle ich nicht so gut. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, wenn diese 3 Sekunden nicht wären für Philippe. Dann, ja. Aber auch Luca hat 3 Sekunden. Also können sie noch P4 geben, auch für Benedikt. Und jetzt Philippe. Philippe, was macht Philippe? Philippe gibt LRS Luma den Platz. Und LRS Luma auf 2. LRS Luma auf 2, meine Damen und Herren. Wow. Ja, aber ich kann jetzt schon sagen,
dass sie in einem Call sind und das ausgeblaut haben, die das. Und Jeremy gewinnt ja dieses Rennen in Belgien auf 2 LS Luma, 3 Felipe, 4 dann Luca oder Benedikt. Es wird Benedikt. Und ja, damit ja beenden wir dieses Rennen aus Belgien. Ja, ich weiß, schade, dass wir nicht hier Belgien kommentieren dürften, so wenn die toll gewesen, aber leider, ja, ist nicht so passiert, aber ja. Also, hier nochmal die Siegerehrung für euch. Ja, also, was ich noch sagen wollte, also morgen wird wahrscheinlich auch auf dem YouTube oder Switch hier Kanal gestreamt. Ja, wird denn morgen das erste Halbfinale gezeigt mit dem PS Blitz, mit mir und Knarius. Ja, dann im Cockpit aber. Dann wird für euch wahrscheinlich dann wieder LRS Luma kommentieren. Ja, mit den, wie gesagt, PlayStation Splits. Split 1, Split 2, Split 3. Und ja. Übermorgen im Halbfinale 2 vielleicht mit mir. Ich würde nicht nein sagen. Ja, mal sehen. Also, Jeremy auf jeden Fall auf 1, 2 LRS Luma, 3 Felipe mit Bestzeit 1:46.023, 5 Benedikt, 6 Kedrick, 7 Manuel, der 8 dann Albus, 10 F leider. Ja, sieht, habe ich auch gerade nochmal geguckt, nicht so gut aus zum Weiterkommen. War in Großbritannien 7., also letzter, und hier auch den F letzter. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall hat gefreut mich hier für diese wunderbare Liga, wo ich schon oft gefahren bin, mal zu kommentieren. Danke an Luma, dass ich das auch nochmal durfte. Mir macht diese Liga auch sehr, sehr Spaß. Tja, ich war von Anfang an hier dabei gewesen, von letzten Jahr bis jetzt. Diese Liga, muss ich einfach sagen, macht mir sehr viel Spaß. Ist die beste, wie ich bis jetzt endlich gefahren bin. Also Props geht an Luma und an die anderen auch nochmal. Ja, einfach als Danke auch nochmal, dass ich hier ja mitfahren darf und kann. Und auch, ja, dass ich jetzt hier kommentieren dürfte, ja. Mal auch Kommentator, ja. Und ja, dann verabschiede ich mich hier von euch. Vielleicht sehen wir uns ja übermorgen hier auch mit mir. Ja, morgen auch einschalten. Ja, erstes Halbfinale mit dem PlayStation Splits. Ja, wie gesagt, da fahre ich auch selber mit im Cockpit. Jo, könnt ihr gerne einschalten. Entweder hier oder ja, dann im YouTube-Kanal von uns gezeigt. Jo. Schaut da gerne mal rein und ja, tschüss.